Hallo zusammen, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ich Narzissen mache. Ich habe schon ein Video, eine Videoanleitung auf meinem Kanal, aber das sind einfach alte Blumen, alte Methoden und altes Video. Und das alles ist neu, neue Technik, neue Ideen, neue Blumen, neue Farben. Ich habe mir einfach gedacht, ich zeige euch, wie ich das jetzt neu mache. Vielleicht gefällt es jemandem und jemand bastelt auch so schöne Frühlingsblumen. Narzissen gibt es in verschiedenen Farben. Für mich habe ich gelb genommen, weil ich diese Farbe mit Frühling verbinde. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Zuerst, was für Perlen ich benutze. Das sind perlmutternde gelbe Perlen. Man kann ganz unterschiedliche Perlen nehmen. Das sind 2,5 mm Perlen. Je nach Sorte von Perlen unterscheidet sich die Größe der fertigen Blume, sonst gibt es keinen Unterschied. Und natürlich, je größer die Perlen, desto mehr Draht braucht man. Sonst kann man ganz beliebige Perlen nehmen. Man kann glänzende oder transparente oder matte Perlen nehmen. Die Größe kann auch ganz unterschiedlich sein. Das ist klar, glaube ich. Weiter, was den Draht angeht. Der Draht muss mindestens, also der dünnste 0,3 mm sein, am besten passt 0,35 und bis 0,4 mm. Das wird am besten passen. So, dann habe ich schon die Perlen auf den Draht aufgelesen. Jetzt brauche ich 2 cm von Perlen auf dem Draht. Dann schneide ich mir so viel Draht ab. Hier sind ungefähr 10 bis 15 cm dieses Stückchen. Dann verbinde ich den Draht von der Spule mit Perlen mit diesem kurzen Draht. Das mache ich ungefähr in der Mitte von diesem kurzen Draht. Und jetzt mache ich spitzige Blumenblätter. Was bedeutet das? Ich lege zwei Drähte nebeneinander, schaue, dass sie gerade liegen, weil nach diesem Drehen verdrehen sich die Drähte ein bisschen, das ist normal. Dann lege ich diesen Draht mit den Perlen, den langen Draht, so im Winkel ungefähr 45 Grad. So sieht es aus. Dann drehe ich einmal um. So, ich habe eine Windung gemacht, eine Umdrehung. Dann lege ich den Draht mit den Perlen von der anderen Seite und drehe unten genau gleich um. Schon wieder dieser Winkel, so circa 45 Grad. Einfach nicht so, nicht gerade legen, ein bisschen schräg. Nochmal umdrehen. Insgesamt brauche ich 4 Reihen. Jetzt habe ich eine. Das ist die zweite. Und das da ist die vierte, die letzte Reihe. Sie wird genau gleich gemacht, nur unten führe ich den Draht nicht wie immer von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Und auf diese Weise kommt der Draht in die Windungen, die ich hier schon habe. Und das wird natürlich alles viel besser befestigt. Dann schneide ich den Draht ab. Und jetzt werde ich das Gleiche nochmal mit einer Flachzange drehen, damit es noch besser hält. So, diesen Draht von oben biege ich auf die linke Seite und kürze ihn. Hier bleiben so circa 2-3 mm. Dann muss ich diesen Draht in die Mitte so drücken, so dass, wenn ich mit dem Finger so fahre, rüberfahre,
so dass ich nichts spüre. Sonst kann es sehr schmerzhaft sein. So ist das erste Blumenblatt entstanden und genau gleich mache ich noch 5 Stück. Genau gleich werden diese kleinen Blätterchen von hinten angefertigt. Die sind einfach viel kleiner. Auf der Basis hier in der Mitte habe ich 1,5 cm von Perlen gesammelt, aufgelesen und habe dann nur eine Reihe gemacht. Und deshalb sind sie so klein. Ich brauche ein Blatt pro eine Blume. Und diese Blätter kann man aus unterschiedlichen Perlen machen, die müssen ein bisschen gelblich sein. Es gibt zum Beispiel solche leicht braune Schattierungen, vielleicht so beige. Das ist zum Beispiel Milch, das passt auch gut, so milchfarbene Perlen. Im Notfall kann man auch weiße nehmen, aber so etwas Dunkleres wird einfach besser aussehen. Das nächste, was ich mache, das ist diese Mitte. Ich habe gedacht, ich mache so eine gelbe, glänzende Mitte, damit sie noch mehr ins Auge sticht. So sieht's aus. Dafür nehme ich gelbe, glänzende Perlen, aber je nach Narzissensorte kann man ganz unterschiedliche Perlen nehmen. Dafür brauche ich goldenen Draht. Also ich habe goldenen genommen, man kann natürlich ganz beliebigen Draht nehmen. Und ich brauche 2 Abschnitte, 2 Stücke, je 40, 45 cm. Dieser Draht ist ein bisschen dünner, ist 0,3 mm, aber das macht nichts, weil dieser Teil so klein ist und der Draht hält dieses Gewicht aus. Zuerst sammle ich so circa 3 cm Perlen auf den Draht. Dann zähle ich 12 Perlen ab und führe diesen kurzen Draht durch die Perlen, die ich da habe. Insgesamt brauche ich hier 1,5 cm von den Perlen, durch die 2 Drähte gehen. Jetzt messe ich, wie lang dieses Beinchen, dieses Stäbchen ist. So, 2 Perlen sind eindeutig zu viel. Diese nehme ich weg. Aber nicht so weit, weil jetzt auf diesen Draht sammle ich wieder so ungefähr 3 cm von Perlen. Das ist der lange Draht, das lange Stück, was geblieben ist. Und jetzt mache ich genau das gleiche, einfach umgekehrt. Zuerst schaue ich, dass dieses Beinchen 1,5 cm lang ist. So, dann zähle ich 12 Perlen ab. Das, was übrig bleibt, das muss ich wegmachen. Das ist schon zu viel. Diese 12 Perlen bleiben hier auf dem langen Draht und das lange Stück führe ich durch diese 1,5 cm von Perlen. Das geht ganz schnell. Und auf diese Weise bilde ich solche Stäbchen mit Schlaufen. Insgesamt brauche ich 5 solche Stäbchen auf einem Stück Draht. Am Ende sieht dann das Ganze so aus. Den zweiten Teil mache ich genau gleich bis zum Schluss. Am Schluss brauche ich noch solche Perlen. Ich sammle 4 cm von diesen Perlen auf den Draht. So, hier sind 4 cm. Jetzt mache ich daraus eine Schlaufe, ganz neben all diesen Stäbchen, die ich schon gemacht habe. So sieht's aus und jetzt diese Schlaufe muss ich einfach ein paar Mal umdrehen. Und dann falte ich sie einfach so in der Mitte. Das wird die Mitte sein. Und das hat noch einen Grund, warum ich so mache. So sieht man keine Drähte in der Mitte. Man sieht einfach nur die Perlen. Jetzt muss ich diese 2 Teile miteinander verbinden. Ich lege sie so aufeinander, sodass die Mitte wirklich in der Mitte bleibt. Und jetzt verbinde ich diese 2 Drähte miteinander und diese 2 Drähte miteinander.
Das Letzte, was uns noch geblieben ist, das sind diese Blätter, die grünen Blätter. Diesmal habe ich mir gedacht, ich mache so etwas. Ehrlich gesagt, die echten Blätter sehen anders aus, aber auf diese Weise, so wie ich diese Blätter gemacht habe, schaut, sie halten einfach so gut. Die Perlen sind schwer, aber der Draht hält das Ganze aus, obwohl diese Blätter 20 cm lang sind. Das passiert eben, weil die kleinen Abstände immer wieder durch diese Umdrehungen vom Draht gestärkt werden und das Blatt kann ganz schön gerade bleiben. Die Blätter aus meinem ersten Video gefallen mir vermutlich sogar ein bisschen mehr als diese da. Oder ich weiß nicht, ich finde sie auch gut. Dort habe ich einfach auf einen dicken Draht Perlen gesammelt und dann oben den Draht so gedreht, damit die Perlen nicht runterfliegen. Das hat mir sehr gut gefallen, aber diesmal mache ich doch etwas Neues und das geht wirklich ganz schnell und einfach. Ich nehme grüne Perlen. Für die Blätter habe ich transparente grüne Perlen genommen und das passt sehr gut, weil der Draht bei mir grün ist. Und jetzt machen wir Folgendes. Die Perlen habe ich schon auf den Draht aufgelesen, auf den grünen Draht, 0,37 mm. Denn am Anfang habe ich so eine Schlaufe gemacht, damit alle Perlen auf dem Draht bleiben. Dann nehme ich circa 15 cm von Draht, führe sie ein bisschen weiter. Am Anfang lasse ich so ungefähr, alles ungefähr 10 cm vom Draht. Dann kommen diese 15 cm von Perlen. Und hier unten sind die Perlen von dieser Spule. Dann mache ich eine Schlaufe. Und die Schlaufen können ganz unterschiedlich lang sein. So 1 cm bis 2 cm, 2,5 cm sogar. Passt alles. Und dann drehe ich die Drähte einfach ein paar Mal um. Und dann schaue ich einfach, dass ich von beiden Seiten ungefähr, also ziemlich die gleiche Höhe, die gleiche Menge von Perlen habe. Das passiert alles natürlich nur ungefähr, aber ich schaue schon, dass das möglichst gerade alles ist und drehe immer 2, 3 Mal um. So. Und so weiter, solange ich Perlen auf diesem kurzen Draht habe mit der Schlaufe. So sieht es aus. Jetzt muss ich das Ganze einfach richten. Vielleicht muss ich irgendwo noch ein paar Mal umdrehen, ganz unterschiedlich. Ich schaue einfach, dass alles dann ganz schön gerade liegt. Jetzt, wenn alles da ist, können wir das Ganze zusammenbauen. Dafür brauche ich Gartendraht. Diese zum Beispiel ist 2 mm dick, aber ich schaue immer je nach der Blume und was für ein Draht ich habe. Diese Blume ist zum Beispiel nicht so groß, deshalb passt dieser Draht. Sonst nehme ich etwa dickeren Draht. Dann brauche ich eine Flachzange, Floristenband und einfach Faden. Der Faden kann ganz unterschiedlich sein. Die Farbe spielt überhaupt keine Rolle. Zuerst verbinde ich die Mitte mit einem Blumenblatt. Jetzt nehme ich einfach zwei nächste Blätter, verbinde sie miteinander. Jetzt nehme ich den Draht und verbinde zuerst die Mitte, einfach zuerst mit dem Faden, ohne Knoten, ohne nichts, einfach so. So.
Dann nehme ich diese zwei Blätter und dann noch drei, ein Blumenblatt nach dem anderen. Und diese zweite Schicht kommt zwischen den Blättern. Das sind zum Beispiel drei und das Blatt kommt genau dazwischen. Hier muss ich es befestigen. Momentan sieht das Ganze so aus. Das sieht schon gut aus, muss ich sagen. Jetzt kann ich den Faden einfach abschneiden. Ich mache nur noch einen Knoten. So. Bevor ich das Ganze jetzt mit dem Floristenband umwickle, muss ich die Blume noch ein bisschen biegen auf irgendwelche Seite. So, zum Beispiel so. So wie es in der Natur halt ist. Und jetzt kann ich das Ganze mit dem Floristenband umwickeln und dann diesen Teil nicht vergessen, dieses Blatt und ein paar richtige Blätter. Einfach mit dem Floristenband umwickeln. So einfach kann man eine Narzisse bauen. Ich habe gelbe gemacht, aber die Farben können natürlich ganz unterschiedlich sein. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Bis bald!